Ein schlechtes Gewissen. Nein, ich habe bei sowas habe ich kein schlechtes Gewissen. Loser! Nein, So. Wer hat alles gefressen? Wer hat was? Wer hat es gefressen? Mietz hat es gefressen. Wobei, bei Natascha bin ich mir da ab und zu nicht so sicher. Vielleicht hat sie es auch gefressen. Du hast das gesagt, was ich gerade gedacht habe. Ich bin froh, dass ich gerade nicht gehauen worden bin. Ja, das ist halt jetzt der Vorteil. Ich kann sie nicht schlagen. Der Dodo ist jetzt live auf Facebook. Der Dodo ist jetzt live auf Facebook? Ja. Wer ist Dodo? Sei auf Facebook. Der Dodo, ach. Hat das was mit Scan zu tun? Nicht? Okay. Vielleicht ja, schickst du mal. So, einen Platz haben wir noch frei. Spyro, Bananarama, Drag. Oh, da sind wir wieder alle. Und 3, 2 und ich drücke. Neue Runde, gar kein Glück, ist mein Motto. Ich versuche euch schon nicht zu beeinflussen, indem ihr meins drückt oder so. Mach ich, versuche ich echt nicht. Mir halte ich meistens die Fresse, wenn ich dran bin. Oder sag irgendwas anderes. This is round one. You get points based on the percentage of people who like your answer. Ja, es ist mit dem Mikro halt nicht doof. More votes than your opponent. Go. Das erste konnte ich, was das erste, was mir bei der Frage eingefallen ist, konnte ich nicht schreiben. Warum bin ich als erster fertig, okay? Das erste konnte ich nicht schreiben, das. Nee, nee. Dann werde ich, wird nicht Kronk gehatet aus Nexus, sondern ich. Das erste, was mir da eingefallen ist bei der Frage. Oh. Wir haben nicht die gleiche. Ja, hör mir auf mit. Siehst du das eigentlich auch, was im Stream läuft, oder sehen wir das alle nicht? Was im Stream läuft? Doch, ich seh's auch. Hä? Nee, ich sehe nämlich nur, okay, die, nur bei mir so. Aber du hast da im Stream läuft, das sehe ich aber nicht. Die ganzen Namen da und alles. Okay, voting time. Also das, was ihr seht, sehe ich auch. Drei Dinge, die MacGyver braucht, um eine Bombe zu basteln. Streichhölzer und Haarspray und ein Eisenrohr. Büroklammern Taka C4. Also das. Also ich habe das Spiel auf meinem ersten Monitor, auf meinem zweiten Monitor habe ich, auf meinem dritten Monitor habe ich meine Antworten drin. Und auf dem zweiten Monitor habe ich den Chat, die Alertbox, den TS und OBS und auch die Musik offen. Und auf dem dritten Bildschirm habe ich, ich habe abgeräumt. Coming up next. Naja, fast unentschieden. Die TSA-Richtlinien verbieten jetzt Sitze im Flugzeug, Donald Trump im Flugzeug. Auf meinem dritten Bildschirm habe ich normalerweise noch den Stream nebenbei mitlaufen, beziehungsweise das Dashboard, wo ich dann alles ändern kann, wie Titel und alles. Sitze hat gewonnen! Bananarama hat die Runde gekriegt. Next one. Ein guter Name, den man für einen gefälschten Personalausweis nennt. Ahmed Haftbefehl Ali Boom. Voll gemein. Next one. Ja. Nicht mehr? Jetzt haben wir keine Nüsse mehr. Zwei. Das habe ich vorhin schon gesagt, dass ich dann immer noch zwei Nüsse habe. Und Ali Boom hat die Runde für sich entschieden. Maschi. Bist du... Die Nummer der Zeit? Hätte ich nicht erwartet für dir.
ein sicheres Zeichen dafür, dass ein Landstreicher was, heimlich dein Haus lebt. Die Nutella ist leer. Wenn die DDR zurückkommt, versteht ihr? Das wusste ich, dass du das andrückst. Das wusste ich. Aber, wenn die Nutella leer ist, würde Nati den Landstreicher einfach töten. Du hast meine Nutella gegessen. Genau. Ich hab Nutella, willst du haben? Mit dem Nutella-Glas noch das Schlagen, ne? Mit dem leeren Nutella-Glas noch das Schlagen. Siehst du, was du angerichtet hast? Was ist wirklich ein in einem Kamelenhirger? Ist egal, schmeckt aber gut. Das können wir mal ausprobieren. Okay. Können wir mal ausprobieren. Wieso ausprobieren? Im Gourmet-Palast. Im Gourmet-Palast. Da gibt's Kamel. Gibt's auch Insekten? Mit Köpfen noch, die dich noch anschauen können, wenn du sie essen sollst. Ja, oder ich nach dir werfe. Ist egal, schmeckt aber gut. Drake hat abgeräumt. Hat sogar komplett abgeräumt. Next in line. Ja, dich. Die vier Reiter wären nicht so furchteinflößend, wenn sie stattdessen die vier Schnitzel oder Pinky Wonnebrocken der Apokalypse wären. Schnitzel passt irgendwie. Also sagen wir so, Kamelhöcker schmecken extrem gut. Noch nie probiert. Noch nie probiert. Nach was? Nach was soll ich fragen? Also für mich schmecken die gar nichts. Ich habe die noch nie probiert, also von daher gar nicht. 3-3. Unentschieden. Ach du, wir zwei. Wir haben die gleiche Frage gekriegt. Was ist komplett schwarz, weiß und rot gefärbt? Paintball. Ein Schwarzer, der verliebt ist und Bäcker ist. Okay. Rot ist er, wenn die Frau bestimmte Tage hat? Nein, rot, weil verliebt. Ach so, weil verliebt. Knusperparty, genau. Nico Wolle. Wissen die das? Knusperparty, wenn... Nein, ich glaube, ich möchte es nicht erzählen, weil selbst nach 12 Uhr wäre das noch zu ekelhaft für den Stream. Just, ein Produktname für ein Medikament, das absichtlich zu Impotenz bei Männern führt. Die Pille für den Mann. Just do it! Kommt immer drauf an, welche Frau man hat. Die gehen die ganze Zeit zu, ich bin gleich an. Kommt immer drauf an, welche Frau man hat. Bei manchen, glaube ich, fressen die Männer dich wirklich freiwillig. Die Pille für den Mann. Da hat Elikum die Runde für sich entschieden. Oh, das war's schon. That's round one. Let's take a look at the scores. Oh, Elikum hat die Runde. Alles doppelt. Eine wütende Kritik, die du in einem Spiel Quiplash geben würdest. Ah, es tut richtig, richtig unbequem, das Headset langsam. So immer so halb übers Ohr drüber, dass ich sie ja noch höre. Store ist fertig. Elikum, Greg, Nashi, Spyro, ich und ach, Banana Rama noch. Und da ist Nico auch schon fertig. Okay, und die Runde geht los. First up. Ein gruseliger Ersatz für die Pferde eines Karussells. Einhörner mit roten Augen, die ein Drachen ähneln wahrscheinlich. Ähneln. Crocs-Figuren ist schlimmer. Ja. Das kommt von Nati. Ich weiß. Bestimmt.
Nein! Nicht! So fies bin ich auch nicht. Aber nur Crocs für Figuren, wenn ich früh aufgestanden bin. Wie wenn ich sauer bin? Warum wenn ich sauer bin? Was passiert eigentlich mit der abgeschnittenen Vorhaut nach der Beschneidung? Wird als Geschenkpapier verwendet? Cheeseburger vegan Kopfankäse. Wer nicht weiß, was Kopfankäse ist, das ist sind Spermarückstände. Nicht Jugend. Ja, ich weiß. Ich muss mir das Lachen verkneifen. Ich lache auch über mein eigenes Zeug, ja. Next one. Etwas, das nicht auf einem Valentinstagsgeschenk stehen sollte. Ich liebe dich doch nicht. Bitte wenigstens heute. Einmal Sex, bitte! Das könnte deins sein und nicht. Also das mit dem nicht das mit dem Liebe. Elikum! Einmal abgeräumt. Coming up next. Time to vote. DXD, let me free a bowl rum rum. Es gibt Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin und Hufflepuff, aber welches von Hogwarts Haus hat noch kaum jemand gehört? Bowl rum rum. Oder Bowle rum rum. Bowle rum rum. Hast du? Bowle rum rum. Alle. Rum. Otto. Ach so. Next in line. Es ist illegal, in einem Kino Feuer zu rufen. Aber es sollte auch illegal sein, Zombie mit Bombe, wütende Orangen zu rufen. DXD, da schaut aber jemand viel Anime. Überhaupt nicht. Überhaupt keine Animes schaue ich. Die Orangen hat gewonnen. Bananarama hat abgeräumt. Ich spoilere euch die ganze Zeit für MTS, oder? Ja, schon, ja. Aber das bemerkt. Okay, next one. Eine wütende Kritik, die du bei die in dieses Spiel Quiplash geben würdest. Deine Mutter! Mehr spezielle Fragen. Ist doch keine wütende Kritik. Und ich glaube, es gibt genug spezielle Fragen. Beziehungsweise kommt immer darauf an, wie man sie interpretiert. 3 zu 3. And next. Warum Vögel wirklich in den Süden fliegen? Weil sie schwitzen wollen. Malle ist nur einmal im Jahr. Malle ist nur einmal. Ole, ole. Scheiß drauf. Malle ist nur einmal im Jahr. So, Ozzy Osbournes Twitter-Passwort. I'm Ozzy. Twitter-Passwort. Ach, jetzt wollte ich gerade im Spiel draufklicken, auf dem, was ich abfilme, nicht bei mir. Mist. Ich denke mir gerade, warum geht denn das nicht? Das ist voll blöd, weil ich es halt einfach da hab. I'm Ozzy. Twitter-Passwort. Twitter-Passwort hat gewonnen von Elikum. I'm Nashi. So, schauen wir uns die Punkte an. Den Schaden. Elikum bleibt an der Spitze und ich schnüffel an seinem Hintern. Runde 3. Runde 3. Das ist jetzt die letzte Runde, glaube ich, gell? Yep, das ist jetzt die letzte Runde. Dann geht ihr, macht ihr das off oder was? Ich hätte jetzt noch ein paar Minuten gelatscht. Ich wollte eigentlich noch Kingdoms weitermachen, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange... Ja, Kingdoms. Das Schlimmste, das zwischen den Zähnen stecken könnte. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange das heute spielen. Deswegen würde ich dann auch Schluss machen.
morgen Minecraft, nein, morgen ist, doch Banished. Ja, morgen, ja, nehme ich auch noch auf nebenbei. Alter, das sind jetzt auf einmal ganz viele Fertigkuren. Jetzt halt, wo ich ins Bett gehen sollte. Gehen die nicht ins Bett, sondern es eher... eher in die Psychiatrie. In den Gummiraum. So, das Schlimmste, was das zwischen deinen Zähnen stecken könnte. Eine Katze, Zahnstocherstück, Schamhaare, Mini-Crocs, eine Reste von letzter Nacht, die Reste von letzter Nacht, Froschleich. Punkt, Punkt, Punkt. Reste von den verspeisten Menschen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ja, weiß ich. Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht auch mal drücken. Problem ist, mit einer Katze hatte ich sogar schon mal recht. Ich habe gerade was gegessen und Mietz war so, wollte es so unbedingt haben, dass ich ihr fast den Kopf abgebissen habe, weil die so schnell plötzlich mit ihrem Kopf in meinem Mund war. Zahnstocherstück. Ein Punkt. Aua. Ja, Froschleich. Oh. Ich habe gedacht, suchst du ganz schnell was Ekelhaftes. Reste von dem verspeisten Menschen. Drag, auch 2 Punkte. Eine Katze. 3 Punkte. Wow. 5 Punkte gleich. Naschi. Ich hab das 3-mal gefordert, eine Katze. Komplett. Wow, jetzt so schnell konnte ich. Jetzt kommt's. Abgeräumt. 2, 4, 6, 7 Mal. So, ja, wir müssen leider Schluss machen jetzt. Beziehungsweise ich quatsche noch ein Minütchen. Morgen ist ja noch ein langer Tag. Morgen ist auch noch ein langer Tag, da nehme ich erst auf und dann gehen wir ins Stream. Elikum hat den ersten Platz verteidigt. Und damit hat Elikum die Runde gewonnen. So,